Hey Leute, willkommen zurück zu Replay Oldschool. Ich bin Max Holz und ist bei einer neuen Folge GTA 5 Online. Tipps und Tricks, Tuning und Testvideos hier noch am Start vom neuen Albany VSTR. Die Sportwagen-Limousine da hinter mir. Der ist am Donnerstag neu zu GTA Online dazugekommen im Rahmen von der neuen Eventwoche. Wir werden die Karre tunen und testen und außerdem gibt es wieder, wie gewohnt, bei meinen Tuning- und Testfolgen viel unnützes Wissen und Real-Life-Anspielungen. Das kommt später. Erstmal gucken wir kurz auf Legendary, wo wir die Karre kaufen können. Legendary Motorsport für Sportwagen-Verhältnisse zur Zeit. Relativ okay der Preis, 1.285.000 GTA-Dollar, ist nicht wirklich teuer, aber auch nicht wirklich billig, liegt irgendwo so in der Mitte. Albany VSTR, ein Sportwagen. In GTA Online ist es ein Sportwagen, sieht aber aus wie eine Limousine. Also man kann sagen, Sportwagen-Limousine, denke ich. Okay, wir kommen jetzt mal zu den Real-Life-Anspielungen. Welche echten Autos stecken drin? Erstmal der Hersteller. Albany ist in GTA Online meistens eine Anspielung an die echte US-amerikanische Luxusautomarke Cadillac von General Motors. Ich denke, ihr könnt es schon am Logo erkennen, wenn wir uns mal das Logo anschauen von Albany. Da können wir Ähnlichkeiten zumindest sehen zum Cadillac-Logo. Fangen wir erstmal mit den Lampen an, mit den Frontlampen. Da steckt, würde ich sagen, eine S-Klasse drin von 2014, das S-Klassen-Coupé, also der Zweitürer. Beim Viertürer sahen die Lampen noch ein bisschen anders aus. Kühlergrill, würde ich sagen, eine Mischung aus der S-Klasse Viertürer-Limo von 2014 und dem Cadillac CTS-V. Sehr verwirrender Name. VSTR, Cadillac CTS-V. Da wissen wir ja schon sofort, wo Rockstar Games die restlichen Anspielungen hergenommen hat. Es geht aber erstmal Benzer-mäßig weiter, weil im Kühlergrill steckt noch die Mittelstrebe vom S-Klassen-Coupé aus dem Jahre 2014 drin, würde ich sagen. Hier diese Querstrebe in der Mitte und hier könnte eigentlich noch so ein Mercedes-Stern reinpassen. Die Frontschürze vom VSTR mit dem Frontsplitter ist, würde ich sagen, eine Mischung aus dem E63 AMG bzw. halt der Mercedes E-Klasse und auch der S-Klasse wieder von 2014, der Viertürer S-Klasse, also der Limo. Wenn man zum Beispiel mal hier diese kleinen Querstreben anschauen bei den seitlichen Lufteinlässen. Jetzt geht es aber komplett weiter mit Cadillac, weil die Motorhaube und die Spiegel komplett vom Cadillac CTS-V aus dem Jahre 2019 inspiriert wurden. Genau dasselbe mit der Seite, Seitenprofil mit den Felgen und diesem Luftauslass hier, komplette Seitenprofil vom Cadillac CTS-V übernommen. Und auch das Heck vom Albany VSTR hat hier Rockstar Games fast komplett vom Cadillac CTS-V. Mein Gott, diesen Namen. Übernommen, fast komplett. Ich meine, guck mal hier, wenn wir uns manchmal das V angucken, im Real Life ist es rechts, hier ist es halt links, dann in der Mitte der Badge, das Cadillac-Zeichen, also hier Albany, dann der Heckspoiler, das komplette Heck, was so ein bisschen spitz zuläuft, die Hecklampen bis auf diesen Teil hier rechts, das ist beim Real Life Original ein bisschen anders und der Doppelauspuff links und rechts, jeweils ein Doppelauspuff in der Mitte der Heckdiffuser sieht ein bisschen anders aus. Mal gucken, ob wir noch im LS Customs was machen können. Cockpit hat Rockstar Games leider wieder von anderen GTA Online Autos kopiert, wie zum Beispiel dem E-Morgan. Das Cockpit hat ja nichts mit dem Cadillac CTS-V gemein. Wir fahren jetzt mal rein in LS Customs, gucken, was wir aus der Karre so machen können. Wir können, soweit ich weiß, ein Racing Car draus machen und ein Standard Sportwagen. Was heißt so eine Sportwagen-Limousine? Ja, so im klassischen Sinn. Albany VSTR Sportwagen, ich glaube, ich gehe so mehr in die klassische Richtung hin zum Cadillac CTS-V Sportwagen-Limousine. So, erstmal kurz reparieren, warum auch immer. Panzerung, beste Panzerung, Standardbremsen. Erstmal den ganzen Standardkram, Rennbremsen, Frontstoßstange. Hier haben wir mehrere Splitter zur Auswahl. Tuning-Splitter, Carbon-Straße, Carbon-Straße, Tuning-Splitter, Tuning-Carbon. Ich finde diese ganzen Frontstoßstangen-Optionen, also die ganzen Splitter passen irgendwie überhaupt nicht zum Auto. Ich meine, wir haben hier eine fette Luxus-Limousine am Start. Warum sollte ich mir hier so Splitter dran machen? Außer ich mache aus dem Teil ein Racecar, eine Racing-Limousine. Aber wie gesagt, ich will ja so klassische Luxus-Straßen-Limousine gehen. Von daher, sorry, hier passt, finde ich, kein Racing-Splitter. Frontstoßstangen-Option. Wir haben keine Heckstoßstangen-Option. Schade, weil ich wollte ja eigentlich noch hier diesen komischen Heckdiffusor wegmachen, dass es mehr so in Richtung Cadillac CTS-V geht. Ne? So, Motor, EMS-Stufen, EMS-4, beste auf jeden Fall. Auspuffoption, wir haben ovale Auspuffe, kurz Gas geben, damit der Rauch weggeht. Ovale Carbon, Doppel-Endrohre, die sind eigentlich ganz cool. Wo ist hier die doppelten Endrohre? Wir haben noch Aluminium, das ist mir zu hell. Titan, Doppel-Endrohr, das ist mehr so Tuner-like, gefällt mir nicht so. Carbon, Doppel-Endrohr, gefällt mir nicht so. Großes Endrohr, nope, ich will auf jeden Fall diese Cadillac-mäßigen Doppel-Endrohre haben. Großes Aluminium-Endrohr, nope, das gefällt mir alles nicht, hier diese einzelnen Endrohre. Geteilter Doppel, ne, passt gar nicht. Wir haben noch einen seitlichen Heckauspuff, da ist hinten so zu. Die seitlichen Heckauspuffe sehen sehr komisch aus. Wir haben einen seitlichen Heckauspuff in der Sekundär, dann Carbon nochmal
Und ein Seitenauspuff, der ist hier direkt in der Mitte, sieht sehr, sehr komisch aus. Gibt es aber auch im Real Life, nämlich beim Cadillac CTS-V Race Car. Da komme ich nachher nochmal drauf zurück bei Unnützes Wissen. Das Ganze mal sekundär. Carbon-Seitenauspuff sieht mega strange aus. Ja, und ich bleibe auf jeden Fall hier bei doppelte Endrohre. Nächste Spezialtuning-Option ist der Kühlergrill. Wir könnten jetzt sagen, Kühlergrill ohne Emblem. Da sieht das alles total glatt aus. Hat auch was, ist interessant, aber ich finde, durch dieses Emblem, durch diesen kleinen Kreis hier vorne drauf, wo man denkt, hey, da könnte jetzt echt noch so ein Mercedes-Stern reinpassen, sieht der irgendwie komplett aus. Das macht den irgendwie komplett, von daher lasse ich das so. Ich habe halt voll diesen S-Klassen-Look im Kopf, wenn ich den von vorne anschaue. Lasse ich einfach so. Sieht einfach absolut geil aus mit diesem kleinen Kreis da vorne drauf. Dann Motorhaube. Wir haben eine Carbon-Serienmäßig. Wir haben glatt, wir haben Carbon-glatt, wir haben mit Einlass. Passt irgendwie gar nicht. Carbon mit Einlass, dann mit Lufthutze. Carbon mit Lufthutze, das hatte ich glaube ich schon mal gesehen, beim Hellfire oder so. Ich weiß es nicht, bin mir gerade nicht sicher. Carbon-Lufthutze, Hochleistung. Die Hochleistungsmotorhaube, die erinnert mich an diese Racecars, an die Cadillac Racecars wieder. Gibt es halt auch im Real Life, so ähnlich zumindest, einmal links und rechts diesen Art Doppeleinlass. Carbon-Hochleistung, dann nochmal die Albany. Ja, die geht halt wieder in Richtung vom CTS-V. Die Standard-Sportwagen-Luxus-Limo für die Straße. Dann Carbon und Albany und hier nochmal Albany mit Einlass. Dies würde ich sagen, am besten für alle, die eine CTS-V-Straßenlimo machen wollen. Aber es mir finde ich zu hoch. Es sieht irgendwie alles sehr fett aus, ja. Wie so ein dicker Fisch, der sich jahrelang nur von Big Macs ernährt hat. Ich weiß nicht. Gefällt mir jetzt gar nicht so. Carbon, Albany mit Einlass haben wir noch und das war's auch schon. Ich würde mich echt jetzt für die Racing-Motorhaube entscheiden, die wir eigentlich nur im Real Life beim CTS-V Race Car finden. Aber hier sieht es echt besser aus, weil das andere ist mir echt viel zu hoch, ja. Viel zu hoch. Ne, ich nehme ja die Hochleistungsmotorhaube. Jetzt könnten wir uns auch dazu entscheiden, Motorhaubenverschlüsse drauf zu machen, die man auch aus dem Rennsport kennt. Zum Beispiel hier klassischer Chromverschluss, moderner Haubenverschluss, verhindern halt, dass die Motorhaube abfliegt, kannst auch ziemlich schnell aufmachen. Also typisch Racing-like. Aber will ich nicht, sieht komisch aus. Ich will es eher Straße machen. Wobei die Motorhaube, ja, ist egal, Motorhaube finde ich aber trotzdem passender als die anderen. So, Lichter, ich glaube, da gehe ich nachher nochmal an den LS Customs, vielleicht was ändern an der Farbe. Mal gucken, wir haben Designs am Start. Ich meine, Arena-Werkstatt natürlich, schwarze Streifen haben wir am Start. Das ist so wieder so Muscle-Car-Streifen-like. Irgendwie erinnert es mich so an diese Muscle-Car-Streifen. Dann weiße Streifen, auch so Muscle-Car-like wie vom, meinetwegen, Dominator oder so. Zweifarbig, ganz interessant, aber das Grau sieht komisch aus obendrauf. Oder was das sein soll, so Grau oder Silber. Dann rote Linierung Nummer 5, sieht nicht schlecht aus. Nicht so krass übertrieben wie bei den anderen Racing-Designs. Ist okay, blaue Linierung Nummer 5, aber ist mir wieder viel zu viel, weil ich will ja Straße machen. Ich zeig's euch trotzdem mal alle. Geo, wir haben ja so ein interessantes, wie Art, was sind das, so Viereck? Pixel-Designer sowas, hinten ist Grau mit einem Übergang zu Weiß und dann die Primärfarbe auch interessant. Ja, Atomic Drifter. Cool mit den Streifen, die so reingehen in die Primärfarbe. Verschobene Tarnung. Sieht mega interessant aus, weil wir dann die Tarnung nur auf dieser einen Seite hier haben mit diesen Streifen nochmal. Aber irgendwie passt das Tarnmuster nicht wirklich zum Albany VSTR, oder? Zu dieser Luxus-Sportwagen-Limo? Nicht so wirklich, oder? Dann haben wir noch Albany Racer am Start. Auch wieder so eine klassische Racing-Lackierung. Bekannt aus dem Rennsport. Dazu gibt es nachher nochmal was bei Unnützes Wissen. Auch hier Jetsam GT wieder diese Racing-Lackierung. Anspielung ans Real Life. Und das war's mit den ganzen Designs. Was ich nehmen würde, wenn ich mich jetzt wirklich für das Racecar entscheiden würde, wenn ich ja wirklich ein Cadillac CTS-V Racecar draus machen würde, dann hier für diese beiden. Dann haben wir noch Spiegel am Start. Wir haben mal Spiegel in der Primärfarbe. Sind, soweit ich weiß, immer noch die Cadillac CTS-V Spiegel. Die Anspielung, Carbon-Spiegel haben wir da. Tuning-Spiegel. Alter, die sehen aus wie die S-Klassen-Spiegel, oder? Die gehen so mehr in Richtung Benzer. Also, wenn ihr komplett so Benzer-mäßig unterwegs seid, dann eher die hier ab. Tuning-Spiegel. Sekundär und nochmal in Carbon, aber ich mache jetzt die Standardspiegel in der Primär. So, Spiegel Primär genommen. Nummernschild, wir haben gelb auf schwarz am Start. Das war's. Lackierung. Also weiß ich nicht, ich mache hier, würde ich sagen, was ganz Dezentes. Weil so eine Sportwagen-Luxus-Limo S-Klasse Cadillac-Style stelle ich mir im Real Life so vor. Nämlich Metalle, gebürsteter Stahl oder gebürsteter... Ja, gebürsteter schwarzer Stahl sieht nicht so hell aus, aber auch nicht zu dunkel. Es sieht auf jeden Fall böse aus als gebürsteter Stahl. Ja, der Farbe stelle ich mir so eine Luxus-Sportwagen-Limo vor im Real Life. Von daher nehme ich hier gebürsteter schwarzer Stahl, sieht mega edel aus. Passt zur Straßenlimo, oder? Zur Racing-Limo eher nicht, logisch, aber zur Straßenlimo. So, Sekundärfarbe. Da könnten wir jetzt noch die, zum Beispiel die Spiegelfarbe ändern. Mal gucken, ändert sich noch irgendwas außer Spiegel? Sieht eher nicht so aus. Nope,
Spiegel habe ich eh Primärfarbe, von da kann ich die gleich weglassen hier. Wobei ich mache einfach Metalle, gebürsteter, schwarzer Stahl, einfach so, weil ich es kann. Und Ausstattungsfarbe könnten wir uns noch dazu entscheiden, hier ein bisschen die Sitznähte zu verändern. Und hinten die Rücksitze verändern sich auch noch, also die Rücksitzfarbe. Und hier vorne diese kleinen Linien auch noch ums Armaturenbrett oder Lenkrad noch. Interessant. Hier würde ich mich für ein ganz dezentes Frostweiß entscheiden, das knallt schön. Und passt auch, glaube ich, ganz gut zu dem gebürsteten schwarzen Stahl. Ich meine jetzt Eisweiß, nicht Frostweiß, Eisweiß, das ist am hellsten. Noch eine Dachtuning-Option ist am Start. Wir könnten hier noch ein Dach in der Sekundärfarbe nehmen, was ich überhaupt nicht will. Und ein Carbondach. Brauche ich nicht. Von daher lasse ich alles weg hier. Verkaufen könnten wir jetzt den, ich muss gerade wieder auf den Namen gucken, auf den VSTR, nicht den CTSV, Alter. Junge, Rockstar Games, Mann. Für den Preis dann Seitenverkleidung. Wir haben noch Straßenseitenverkleidung. Die werde ich, glaube ich, nehmen, weil ich will euch auch noch ein paar Tuningteile zeigen. Ne? Nicht, dass wir hier überhaupt keine Tuningteile nehmen mehr. So, erstmal Straßenseitenverkleidung genommen. Wir haben noch Carbon, will ich nicht. Und nochmal hier für die Racing-Fans, die daraus ein Racing-Car machen wollen. Diese beiden hier. Und noch eine Spoiler-Tuning-Option. Wir haben einen Carbon-Serien-Spoiler. Den werde ich schon mal nehmen, weil wir noch Traktion dazu bekommen. Ansonsten würde ich hier keinen Spoiler nehmen. Wir haben noch einen niedrigen Spoiler. Passt überhaupt nicht. Entenschwanz, ja klar, Doppelspoiler, nope. In der sekundären Carbon-Entenschwanz-Spoiler, ein GT-Spoiler. Alter, das sieht so mega verhauen aus. Ist aber nur meine Meinung. Fühlt euch da nicht angesprochen oder beleidigt, falls ihr das jetzt genommen habt. Junge, was denn das? Will das Ding abheben damit? Was? Achso, ein angenieteter oder weiß ich nicht, Entenschwanz-Spoiler. Ja, das sieht mega komisch aus. Also ich bleibe hier bei dem Carbon-Serien-Spoiler. Alle anderen finde ich absolut unpassend. Federung, wir haben mal wieder einen, Achtung, Radsturz. Yo, was ich gehört habe, er soll sich mit dem maximalen Radsturz bzw. der maximalen Sportfederung nicht so geil fahren. Da soll er eher rumrutschen. Wo er besser fährt, ist mit Straßenfederung oder tiefer gelegten Federung. Also da fährt er sich nicht so rutschig. Da bricht er nicht so krass aus. Von daher nehme ich Straßenfederung. So, Getriebe mache ich, ja, Renngetriebe, Standardkram, Turbo, ja, Turbo-Tuning beim Kompressor, alles klar. Ist halt GTA Online, Turbulatoren, wir haben, was denn das? In der Sekundär und nochmal Carbon, das sieht so aus, als ob ihm irgendwas da rausgewachsen ist, eine Warze oder sowas. Nee, das sieht absolut verhauen aus. Ja gut, außer wie gesagt, der macht daraus ein Racecar, ich glaube, das ist vielleicht ganz passend. Reifen haben wir noch, Felgentyp, so, Felgentyp, ich habe mir jetzt schon welche rausgesucht, ja. Ich habe Luxus, dann Chrom, ich finde Chromfelgen passen ganz gut zu der Karre. Und zum Beispiel einmal die Lost Speed 10. Ich glaube, die passen ziemlich gut zu so einer Sportwagen-Luxus-Limo. Oder wenn ihr mal in die SUV-Felgen reingeht, habt ihr auch noch ein paar, die ganz cool aussehen, nämlich die Lost Speed Baller. Warum? Weil die auch so eine Art kleine Krone haben, oben auf den Speichen drauf. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und diese kleinen Kronen passen ziemlich gut zur Krone vom Orbani-Logo. Ja? Also wir könnten jetzt entweder die nehmen oder die Lost Speed 10. Ich glaube, ich bleibe bei den Lost Speed 10 in der Chromfarbe, also in Chrom halt. So, Felgenfarbe brauchen wir nicht, weil wir haben ja eh Chrom, Reifen, Reifenmuster. Wir können mal gucken, wie es aussieht. Nein, passt absolut nicht zu der Version, wie ich es hier gemacht habe, zur Straßenversion. Reifenverbesserung auf jeden Fall, ja, schusssicher Standard, Reifenqualm, bleibe ich beim Reifenqualm, ich mache da nichts weiter. Und zum Schluss haben wir noch die Fensteroption. Wir können jetzt sagen, Limousinentönung. Ja, es ist eine Limousine, von daher ist es eigentlich ganz passend, oder? So ein bisschen Gangster-like, Gangster-Look, Mafia-Style, machen wir die Limousinentönung drauf auf unseren Albany VSTR. Ich musste gerade wieder auf den Namen gucken. Also ihr merkt schon, hier habe ich eher dezent getuned, weil ich finde, weiß nicht, S-Klasse, Cadillac, passt eher so ein dezentes Tuning, oder? Also könnt ihr gerne mal eure Meinung in die Comments schreiben, wie ihr es vielleicht gemacht hättet. Ansonsten sind wir jetzt fertig mit dem Tuning und wir gucken uns mal den Albany VSTR von draußen an. Da steht sie, unsere S-Klasse, E-Klasse, Cadillac-Mischung bei feinstem Tageslicht, der Albany VSTR von draußen. Und werden wir uns die Karre nochmal nach dem kompletten Tuning von draußen anschauen, gibt es wie immer noch unnützes Wissen zum Albany VSTR. Er hier ist gerade mal der zweite Sportwagen von Albany. Der erste Sportwagen ist nämlich der Albany Alpha. Wird auf jeden Fall mal Zeit für ein paar mehr Sportwagen von Albany oder vielleicht auch mal ein super Sportwagen. Die Designs, die ich vorhin schon angesprochen hatte, zum Beispiel Albany Racer oder Jetsam GT Design, das sind beides Anspielungen an den Cadillac CTSV Race Car aus dem Jahre 2005. Und deswegen jetzt auch noch ein bisschen unnützes Wissen zum Cadillac CTSV im Real Life. Der CTSV hat einen 6,2 Liter V8 Kompressormotor mit fetten 649 PS. Ist ein Viertürer bzw. eine Viertürer Corvette. Warum heißt denn der so? Warum wird er von den Amis Viertürer Corvette genannt? Ganz einfach, weil im CTSV im Real Life der V8 Kompressormotor,
der Corvette C7 Z06 drin ist. Der geht von 0 auf 100 in 3,6 Sekunden, hat einen Topspeed von 322 km/h und ist ungefähr vergleichbar mit dem E63 AMG in der S-Version. Der geht von 0 auf 100 in 3,3 Sekunden und hat einen Topspeed von 310 km/h. Also wer mehr Beschleunigung will, auf jeden Fall E63 nehmen. Und wer mehr Topspeed will, auf jeden Fall Cadillac CTS-V nehmen. Aber ich glaube, ich würde lieber E63 nehmen, weil Beschleunigung ist mir dann doch wichtiger als Topspeed. Der CTS-V ist laut General Motors der stärkste Cadillac, der jemals gebaut wurde. Also bis jetzt. Vom Preis her liegt der bei ca. 100.000 Euro. Jetzt natürlich wie immer noch ein Soundcheck, eine Runde um den Block und ein Fazit zum Albany VSTR. Der Runde um den Block sind mir ein paar positive und ein paar negative Aspekte beim Albany VSTR aufgefallen. Erstmal die negativen Aspekte. Von der Beschleunigung her ist er sehr langsam, kommt halt sehr langsam auf die Endgeschwindigkeit. Auch das Handling ist jetzt nicht so optimal, das ist allenfalls so Mittelfeld im Sportwagenniveau. Kommt nicht so gut in Kurven rein, hat ein leichtes Untersteuern, natürlich dann auch ein Übersteuern, ist halt eine fette Luxuslimo, Luxuslimo Sportwagen. Kurvenverhalten eben nicht so geil. Das waren jetzt die zwei Punkte, die mir negativ aufgefallen sind, also langsame Beschleunigung und eher mittelmäßiges Handling. Was ich positiv fand beim VSTR, auf jeden Fall die hohe Endgeschwindigkeit für eine Sportwagen Luxus Limo, auf jeden Fall sehr hoher Topspeed schon mal gefühlt. Dann liegt er noch sehr stabil auf der Straße, also bei Unebenheiten springt er kaum und das Bremsverhalten ist auch sehr gut, er kommt sehr schnell zum Stehen. Aber ansonsten kann ich den wirklich sagen, für Racing-Fans nicht wirklich empfehlen, weil das Handling und die Beschleunigung ist einfach echt nicht so geil. Danke übrigens für den Kratzer. Eher mittelmäßig, wie gesagt. Aber für Tuning-Fans auf jeden Fall zu empfehlen, besonders für die Leute, die ihren CTS-V Racecar draus machen wollen und natürlich für die Autosammler, die schon immer mal so einen Benzer Cadillac-Verschnitt in ihrer Garage stehen haben wollten. Ja, wie gesagt, Racing-Fans lieber nicht kaufen. Was mich jetzt noch interessieren würde, ist der Topspeed im Vergleich jetzt meinetwegen zum Schäfter V12 und zum Juggler, also den wirklich sehr guten Sportwagen, den sehr guten Viertürer-Sportwagen meine ich in GTA Online. Würde mich echt mal interessieren, ob der hier vielleicht vom Topspeed her zumindest der beste Viertürer-Sportwagen in GTA Online ist. Das werden wir noch austesten beim Speed- und Race-Test, wieder mit Skyrider 313 am Start. Der Speed- und Race-Test kommt hier nach dem Video. Da werden wir wieder die Beschleunigung, die Endgeschwindigkeit und die Rundenzeiten austesten im Vergleich zu den anderen Top-Sportwagen in GTA Online. Jetzt erstmal danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video. Ihr haut rein und ich bin raus. Peace out. Bye bye. Ciao, ciao.